Hallo, liebe Jungfrau, herzlich willkommen auf meinem Kanal Erwecken Kundalini Tarot. Ich freue mich total, dass du zu meinem Video gefunden hast. Wir schauen uns heute die Tendenzen für dich für den November an. Bin eher ein bisschen spät dran, aber es macht nichts. Wir haben ja noch den ganzen Monat vor uns. Und der November, der nutzt meistens so die Zeit, um noch so ein paar Dinge aufzuklären. Und ja, ich freue mich jetzt total, um dass wir da reinschauen, was sich hier bei dir im Monat November einfach noch tut. Ganz, ganz viel Spaß. Übrigens sind die Karten ausgeräuchert und werden jetzt dann auch noch gleich von mir mit Bernstein belegt. Dieser Bernstein ist in meiner Amethystdrüse aufgeladen. Schauen wir mal, ob wir hier bei der Jungfrau was kriegen vom Schicksal. Ein paar Karten. Für die Jungfrau, bitte. Ja, wie bei den anderen Legungen auch schon. Ich bekomme heute nicht so viel, es macht aber nichts. Ich spüre schon, die Karten sind hochenergetisch und ich weiß ganz genau, wo ich hingreifen muss. So, liebe Jungfrau, zwei Fünfer hintereinander mit Türm und Schwerter. Na, da hören wir jetzt, dann hätte ich mal gesagt, gleich auf. Sonst wird uns das gleich noch etwas zu viel Information. So, es sind jetzt hier für dich aufgegangen 5 Münzen. Daneben 5 Schwerter, daneben der Turm und dann sind es nochmal 7 Schwerter. Ja, liebe Jungfrau, was soll ich sagen, bei dir immer was los, immer wirklich tiefgründig unterwegs. Und im November kommt auf jeden Fall hier was auf dich, was zu 100%, also zweimal die 5 mit dem Turm werden auf jeden Fall extrem spürbar sein. Ja, also ohne jetzt irgendwie irgendeine Panik zu verbreiten. Also ganz im Gegenteil, das hat hier überhaupt nichts mit Negativität zu tun, sondern damit zu tun, dass du aus Dingen hier befreit wirst, wo du schon lange raus wolltest. Ja, schon lange, lange, lange. Egal, ob das hier irgendwas im Außen mit zu tun hat, wo du was zu Ende bringen willst, mit irgendwelchen Freundeskreisen, Hobby, Arbeit etc. pp. Und auch genauso aus deinen Gefühlsmustern. Also du bist hier momentan im November voll am Sprengen in jegliche Richtung. Und dann kommt der Turm auch noch auf dich zu. Ja, also da kommen schnelle Ereignisse, unvorhergesehene Ereignisse, was auch für dich bedeuten kann, dass du hier möglicherweise Situationen oder Sachen erleben wirst im November, die du so noch nicht kennst. Wie soll ich sagen, also es kann hier wirklich schnell gehen, dass du die vom Außen von irgendwo was absetzen musst und dass du auch gefühlsmäßig hier ganz andere Wasser, Gewässer fahren musst. Ja, weil es einfach, also es kann situationsbedingt hier sein. Ja, also der Turm ist ganz sehr schicksalhaft. Ja, es möchte jetzt dazu kommen. Außerdem geht es hier noch auch um Dritte. Ja, also hier sind auch dritte Personen ganz wichtig in dieser Sache. Also da bist nicht nur du involviert, also da geht es wohl auch noch doch um was anderes. Ja. Und, Entschuldigung. Also ich sehe, es kommt extrem hier was auf dich zu und ich möchte jetzt hier auf jeden Fall in dieser Legung für dich herausfinden, in welche Richtung es geht, um dass du dich auf jeden Fall vorbereiten kannst. Also es sind auf jeden Fall wahnsinnig ereignisreiche Karten. Also Fünferkarten sind immer so eine Sache, sage ich ganz ehrlich. Also mit dieser Fünferkarte kommt halt immer ein Stopp. Ja, also wenn du was beendest, egal wie, dann kommt immer irgendwie die Zeit, wo nochmal drüber nachgedacht wird und nochmal reflektiert wird und auch in die neue Vision und in die neue Veränderung gegangen wird. Und da kann es eben schon mal zu Zeitabständen kommen. Und ich bin gespannt, ob, wenn jetzt hier wirklich nur die 5 Stäbe aufkreuzen würden, dann
würde ich sagen, es ist echt richtig mächtig. Aber momentan schaut es wirklich so aus für mich, dass du für dich selber auch hier in einem Konstrukt bist, wo ich denke, dass du für dich raus möchtest. Und der November, der wird dir eine Situation hinlegen, wo es gar keine andere Möglichkeit mehr gibt, als dass du von diesem Turm runterfällst, ja. Jetzt kann man das natürlich auf zwei Wegen sehen. Es ist klar, vom Turm runterfallen tut man sich weh, ja. Könnte man ja sogar sterben, ja. Das sieht man ja an dem Herrn, und der liegt ja total zerstört am Boden. Jetzt ist es aber so, wenn du dir vorstellst, dass du dir hier bist, derjenige hier bist, der irgendwo hier eingeschlossen war, und du siehst, hier kommt der Blitz vom Schicksal und macht den Turm kaputt, um dass du hier runterfliegen kannst. Ja? Also eigentlich wird hier was gerichtet für dich, aber das ist meistens im Turm nicht sofort ersichtlich. Ja, der Turm ist meistens nicht so toll. Ja, nicht so toll in dem Sinne von, das kommt immer, ohne damit, dass du es rechnest, was natürlich auch sehr viele positive Ereignisse mit sich bringen kann, ja, um Gottes Willen. Ja, also nochmal, ich möchte dir hier nicht irgendwie in der Richtung schupfen, sondern ich möchte dir nur sagen, im November wird es wirklich so, dass hier Dinge wirklich ins Ende gehen, und du willst schon lange, dass das jetzt ins Ende geht, weil mental passt es für dich überhaupt nicht, ja, diese Fahrwasser. Außerdem, wie schon gesagt, kommt das Schicksal so mit rein und die Situation, dass hier anscheinend auch noch andere mit beteiligt sind, nicht nur du. Der Bernstein liegt drauf. Schauen wir mal, ob wir hier noch was bekommen für dich. Und ich werde auf jeden Fall bei dir später in die Kartenklärung gehen, also dass wir hier auf jeden Fall noch Details bekommen. Kurz verflogen, also das ist auch ein Zeichen von einfach, wenn es mich so zwischendrin so mitnimmt, das sind starke Visionen, was sie hier einfach auf und hier reinkriegt, du Jungfrau, es ist echt anscheinend schon, es greift schon wirklich hier ziemlich auf dein Leben. Hochexplosiv, auch die Karten, wirklich hochexplosiv. So, ja. So. Ja. Liebe Jungfrau, die Situation wird danach so weitergehen, um dass hier eine gewisse Aktivität von dir gefördert wird. Also du sollst irgendwo aktiv werden in irgendwas, wo du aber momentan überhaupt nicht einverstanden bist damit, beziehungsweise schon, aber du nicht ganz genau weißt, ob du das möchtest. Ja? Außerdem gibt es da auch eben noch Dinge, die ich sehe, die dir nur irgendwie belasten. Ja? Also entweder ziehst du die hier, zerrst du das aus der Vergangenheit mit. Die Kartenkombination, wenn ich es so anschaue, würde ich sagen, es gibt immer noch alte Muster bei dir in irgendwie schaust du was hinterher, was eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist. Du trägst irgendeine Verletzung, die zwar schlimm für dich ist anscheinend, ja, aber also irgendwas triggert dich immer nur momentan,
Und das denke ich, soll im November total weg. Ja, also du forderst dich hier selber dazu auf, weil es einfach auch damit zu tun hat, dass es gewisse Dinge auch wiederum blockiert, möglicherweise in deinem jetzigen Leben. Du kannst momentan nicht ganz erfassen, was da ist. Ja, irgendwas ist umgefallen bei dir und also das kann auch schon wirklich eine längere Zeit zurück sein. Und da steckt irgendwie immer noch Schmerz drin. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was ganz rauskommen wird. Also was hier ganz weg soll, weil hier einfach wirklich andere Veränderungsanschläge auf dich warten. Also das kann ich dir nur sagen. Ich weiß nicht, in welche Richtung du dich hier wehrst zu arbeiten mit dir selber. Ja? Aber ob das hier sich jetzt eben in der Realität oder eben im mentalen Feld. Es kann auch sein, dass du sehr gut situiert bist, einen guten Job hast und super, aber trotzdem gibt es anscheinend noch einen Punkt, wo noch nicht ganz klar ist, ja, wieso. Und das soll hier im November, geht für dich weg. Allerdings kommt natürlich schon dazu, dass also diese zwei Stäbe dann irgendwo jetzt dann schon mal entschieden werden sollen. Also entweder eben der eine Weg voll oder eben der andere Weg. Ja, das ist deine Entscheidung. Du kannst es alles lassen oder du kannst es alles voll durchziehen. Aber Aktivität gehört hin, so oder so, in jegliche Richtung. Ja, und irgendwas stoppt dich. Nein, es stoppt dich was. Und da geht es nicht um Faulheit oder da geht es nicht um Nicht-Wollen, ja, sondern da geht es darum, dass dich was stoppt. Und sehr, sehr spannend für dich, Jungfrau, wirklich diesen Monat, was hier auf dich zukommt und was das Schicksal hier macht, um dass es dich wahrscheinlich so rauskatapultiert, dass du siehst, dass deine womöglich emotionalen Dinge, die du noch hast, an wo du noch Festgehalten hast, wo du nur gedacht hast, du hängst drin, vielleicht auch ganz wegkommen hier, ja. Also bei dir findet auf jeden Fall ein Prozess statt, der sich auf jeden Fall sie schreiben wird. Das sehe ich ja eben, wie schon gesagt, an die ersten drei Karten wird hier was für dich in die Zukunft 2023 manifestiert, wo für dich nur mental gesund ist, ja. So, ich finde, wir haben wirklich wahnsinnig an Informationen bekommen. Mich ist, die Karten sind hochenergetisch, also liebe Jungfrau, wirklich, es ist jetzt auch natürlich gerade so bald, also es war eh im September ja euer Monat und es ist alles kollektiv, alles natürlich, kann aber hier muss nichts, wenn dir diese Legung zugesagt hat, liebe Jungfrau, dann darfst du mich gern abonnieren, ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und genau, ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns auf jeden Fall, wenn du möchtest, bei dir im Dezember. Einen schönen Tag. Dankeschön.